Willkommen in der Reale Arena. Liebe Fußballfreunde, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Begegnung. An den Mikrofonen sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Wir haben heute eine hochinteressante Begegnung für Sie im Angebot. Und ich glaube, heute wird niemand enttäuscht werden. Erwartungen sind groß und das sind einfach Mannschaften, die wissen, wie sie mit diesen Erwartungen umgehen. Eine interessante Partie, Wolf. Wir freuen uns drauf und ich bin sicher, die zu Hause auch. Hier sehen wir die heutige Aufstellung. Im Tor ist Mike Maignan. Stefan de Vrij spielt mit Niklas Süle. In der Abwehr Luka Modric steht gemeinsam mit Lorenzo Pellegrini in der Mitte. Und vorne versuchen sie es am heutigen Tage mit zwei Stürmern. Brighton and Hove Albion hat sich für diese Aufstellung entschieden. Im Tor Martin Dubravka. Karim Rekik spielt zusammen mit Matija Nastasic in der Abwehr. Und der einzige Stürmer ist zu Beginn Maxi Gomez. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Maximiliano Gomez. So langsam wird es gefährlich. Gehalten, macht er gut. Jetzt der Eckball. Richtig, dass er den abblocken kann. Da konnten sie nichts draus machen. Ein super Trick und der klappt auch noch. Viel Pech, knapp drüber, der hätte auch reingehen können. Pellegrini. Joao Felix. Gut gemacht, gutes Tackling. Maximiliano Gomez. Ah, das ist fast schon eine mühelose Parade. Pellegrini. Klasse Technik. Energischer Angriff jetzt. Sie suchen die entscheidende Lücke. Das ist die Chance. Ah, toll gehalten. Was für eine Parade. Super Aktion und er bewahrt sie vor dem Rückstand. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Ball läuft gut. Aber jetzt kommt dann doch der Ballverlust. Da waren sie unaufmerksam. Maximiliano Gomez. Jetzt der Ballverlust. Ziyech.
Ziyech hat ihn wieder. Kann klären auf Kosten dieses Einwurfs. Und da geht der Spieler dazwischen und fängt den Pass ab. Joao Felix geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Gomez. Ocampos. Lorenzo Pellegrini. Modric hat den Ball. Erstmal abgeblockt. Da müssen sie aufpassen jetzt. Spielt den Ball zum Gegner. Joao Felix. Lorenzo Pellegrini. Der Schuss war keine wirkliche Herausforderung. Das macht er ganz energisch. Modric am Ball. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Joao Felix. Da ist er alleine durch. Ist kein echtes Problem für einen Keeper seiner Klasse. Ecke in die Mitte. Eigentlich eine gute Aktion, aber der Ball ist weg. Sie setzen sie früh unter Druck, sind da, gutes Pressing und das zahlt sich in dieser Szene aus. Das gibt Einwurf. Ocampos. Joao Felix. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz, starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Ecke wird kurz ausgeführt. Modric mit viel Schwung. Gehalten, stark gemacht. Es gibt einen weiteren Eckstoß. Eine kurze Ecke. Könnte die Führung werden. Sie machen nichts draus. Und das war die Chance zur Führung, aber der Abschluss war einfach nicht gut genug. Niklas Dorsch. Ja, mit viel Übersicht. Der Abpfiff und das war es mit Durchgang 1. Er findet bislang irgendwie noch nicht so richtig in diese Partie hinein. Er findet offensiv bislang nicht wirklich statt. Das können wir auch ganz gut an den Abschlüssen erkennen. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft.
passt auf. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Nur noch der Torwart vor sich. Kein Tor. Er verhindert hier den Treffer. Unglaublich, was für eine Parade. Ecke kommt ins Zentrum. Nicht konsequent genug. Szene geht weiter. Riesenchance zur Führung. Jetzt geht's richtig los. Wir haben den ersten Treffer. Ausgangspunkt für dieses Tor ist natürlich dieser halbherzige Befreiungsschlag. Ja, sie bringen den Ball nicht richtig raus, die Szene geht weiter und dann fällt der Treffer eben doch. Also da musst du konsequenter agieren. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Joao Felix. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und sie machen nichts aus der Chance. Ball ist weg. Ziyech. Das ist wieder Joao Felix. Er zwingt diesen Ballverlust. Modric. Am Ball, Joao Felix. Ich glaube, er ist angeschlagen. Sie sollten ihn vielleicht rausnehmen. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Schöner Vorstoß, das könnte durchaus gefährlich werden. Aber dann verlieren sie den Ball, keine Gefahr mehr. Sie sind jetzt gerade doch ziemlich passiv. Und er versucht. Der Torwart ganz sicher. Aber da muss er mehr draus machen, das ist eine verschenkte Chance. Joao Felix. Jetzt Modric. Das ist Joao Felix. Da geht er natürlich hervorragend dazwischen. Wichtig. Er holt sich vorne den Ball. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Sie nehmen den Wechsel vor. Ball läuft da gut jetzt. Ball wird hier erstmal geblockt. Ziyech. Muss Abschluss geben, gibt auch Abschluss. Schwache Aktion. Sie wechseln aus. Maximiliano Gomez. Ball ist weg. Gutes Dribbling jetzt. Abwehr muss aufpassen. Joao Felix. Das war keine Herausforderung. Den hält er mühelos. Ja, der Schuss jetzt.
Super gemacht. So gerade bringt er hier den Ball noch über die Latte. Ecke. Ball wird kurz gespielt. Schießt er ihn rein. Starke Parade. Vielleicht der späte Ausgleich jetzt bei diesem Eckball. Jetzt wechseln sie hier aus. Der kurze Eckball. Süle. Calvert-Lewin. Sichere Parade. Kurze Ecke. Tomori. Könnte der Ausgleich sein. Klasse gemacht, stark geblockt. Das haben wir schon häufiger gesehen heute. Er blockt die Schüsse ab und kann so seinem Keeper enorm helfen. Hereingabe in die Mitte. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Der Ball kommt rein. Erstmal der Befreiungsschlag. Klasse gemacht vom Verteidiger. Die Partie neigt sich dem Ende entgegen. 2 Minuten sind es noch. Viktor Gyökeres. Gut durchgesetzt, gefährlich. Das könnte sein. Nochmal Eckball. Jetzt oder nie. Das ist vielleicht die letzte Chance des Spiels. Jetzt kommt die Ecke. Oh, der Torwart verliert den Ball. Jetzt schießt er. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. War dann doch zu unentschlossen. Groß. Guter Vorstoß jetzt. Jetzt können sie es entscheiden. Gehalten, stark gemacht. Sie sind vorne und bekommen noch eine Ecke. Damit könnten sie alles klar machen. Ecke in die Mitte. Er bringt den Ball nicht raus. Und damit war es das für heute. Schlusspfiff. Die Gastgeber haben also verloren. Sie müssen sich hier also am Ende mit dieser knappen Niederlage abfinden. Das, ehrlich, ich finde auch, es hätte anders laufen können. Ein sehr enges, ein spannendes Spiel. Diese Niederlage man nicht unbedingt verdient. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Ja, starkes Spiel. Hat sich heute wirklich ein großes Lob verdient. Siegtor gemacht.
Aber das war ja lang nicht alles. Gab auch sonst noch viele gute Aktionen.